Energiesparen ist nicht nur aktuell ein wichtiges Thema, denn bereits seit 2020 gilt das sogenannte Gebäudeenergiegesetz. Das sieht vor, dass Heizungsanlagen ab Einbau nur noch 30 Jahre betrieben werden dürfen. Gas- oder Ölkessel, die vor dem 01.01.1994 eingebaut wurden, müssen somit 2023 ausgetauscht werden. Das liegt daran, dass sie nicht mehr den modernen Energiestandards entsprechen und demnach einen zu hohen Verbrauch haben. Der Austausch der veralteten Geräte soll zu einer besseren Energieeffizienz beitragen und dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen. Niedertemperaturkessel oder auch Brennwertkessel sind von der Austauschpflicht ausgenommen. Auch private Hauseigentümer müssen die Heizung nicht austauschen, wenn sie seit dem 1. Februar 2002 selbst in der Wohnung oder dem Haus leben. Vermieten Sie Ihr Eigentum jedoch, ist ein Austausch Pflicht. Für Hauskäufer gilt zwar eine erweiterte Frist von 2 Jahren, jedoch bleiben auch Sie nicht von der Austauschpflicht verschont. Wie alt eine Heizung ist, kann man auf dem Typenschild am Kessel ablesen. Auch auf alten Rechnungen sollte das Alter zu finden sein. Wer sich weigert, die Anlagen auszutauschen, dem droht im schlimmsten Fall ein ordentliches Bußgeld.